Willkommen zurück zu Let's Play DTM Race Driver. Wir befinden uns momentan in der Elite-Klasse B. Ja, der ersten Meisterschaft in der Elite. Und die ersten drei Rennen haben wir bereits abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit dem vierten Rennen in Solda. Was, glaube ich, in Finnland oder Schweden ist oder so. Nee, Dänemark. Was, nicht Dänemark? Ach, ich weiß es nicht. Irgend so ein, eins von diesen drei Ländern, glaube ich, war es aber. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja. In der letzten Folge haben wir leider das letzte Rennen ziemlich schlecht nur abgeschlossen, mit einer schlechten Platzierung. Wir hoffen, dass das jetzt besser wird. Also ich hoffe das zumindest. Vielleicht hofft ihr das ja auch. So, und wir sind momentan 8er, okay. Vor allem müssen wir einfach mal darauf aufpassen, dass wir keine bösen Fehler bauen, vor allem keine Unfälle. Sonst wird ja unser Fahrzeug beschädigt und das tut dem Sieg dann nicht ganz so gut. Okay, nein, ja. Und da sind schon direkt unsere Scheibenwischer weg, also... Jetzt wird es schon schwierig. Wir können mal kurz in die Innenperspektive schalten. Okay, man sieht jetzt nicht so viel davon, dass der Regen jetzt unsere Sicht versperrt. Aber ich glaube, man sieht, dass ich hier nicht ganz so gut klarkomme. Bei der Perspektive. So, nehmen wir wieder die. Die ist mir dann doch am geheuersten. Okay, er bleibt hier einfach stehen. Warum auch immer. So, und die erste Runde haben wir hiermit abgeschlossen. Platz 6. Naja, es geht besser. Aber ich glaube, für die erste Runde ist das schon mal ganz okay. Ja, in der letzten Folge habe ich darüber geredet, welche Spieleserien ich eigentlich so vorhabe zu Let's Playen noch auf meinem Kanal. Und welche ich jetzt erstmal nicht mehr vorhabe zu Let's Playen, weil ja, es ansonsten ein bisschen zu viel wird. Finde ich persönlich. Ja, ich kann ja einfach mal da anknüpfen, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Sofern mir denn überhaupt noch eine Serie einfällt, die ich jetzt noch Let's Playen wollte, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Tja, ist eine gute Frage, ne? Also, ich habe mir die natürlich alle in der Liste aufgeschrieben. Vielleicht habe ich auch schon alle genannt. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nein, und da waren wir viel zu schnell. Okay. Das war ein heftiger Fehler. Nee, also ich glaube, da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Das müssten wahrscheinlich so gut wie alle gewesen sein, die ich in der letzten Folge genannt habe. Ja, wie gesagt, da könnt ihr mir ja mal schreiben, welche von denen euch vielleicht am meisten interessiert oder welche euch am wenigsten interessiert. Oder generell eure Meinung zu all dem, was ich so gelabert habe in der letzten Folge. Ja. Genau. So. Ja, und ich habe übrigens auch noch vor, wir haben ja eigentlich das Let's Play zu Need for Speed Carbon eigentlich schon abgeschlossen. Aber ich habe vor, das zusammen mit Paul Meister wieder fortzusetzen. Also sofern er darauf Lust hat zumindest, das muss ich nochmal fragen. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Online-Level aufsteigen. Weil wir haben das Let's Play im Prinzip nicht... Also das Spiel nicht komplett abgeschlossen eigentlich. Weil ja uns dreien damals keine... Ja, wir haben keine Level-Erhöhungen mehr erhalten. Keine Level-Ups mehr. Weil wir immer nur... in unserer kleinen Gruppe gespielt haben.
ohne irgendwelche fremden Leute. Und deswegen, ja, gab es dann irgendwann keine Level-Ups mehr. Aber wenn Paul Meister sich zum Beispiel ein neues Konto erstellen würde, dann würde dieses Problem, glaube ich, nicht mehr auftreten. Zumindest, also, ja, genau. Und dann könnte ich zumindest weitere Level aufsteigen und dann noch die ja, restlichen Dinge zeigen, die man noch so freischalten kann bei Need for Speed Carbon. Ja, und das Ganze dann natürlich auch wieder schön im Splitscreen, so wie es ja auch schon bei Need for Speed Hot Pursuit 2 zum Beispiel der Fall war. Falls ihr es gesehen habt. Das habe ich ja jetzt vor, immer bei jedem Multiplayer, bei jeder Multiplayer-Folge zu machen, immer, dass ihr sowohl meine Perspektive als auch die Perspektive von Paul Meister sehen könnt. Ja. Das werden wir dann sehen, ob Paul Meister auch Lust drauf hat. Wenn er natürlich keine Lust hat, dann lassen wir es sein, aber wenn doch, dann sehe ich nicht, was dem im Wege stehen sollte. So, letzte Runde, wir sind Sechster. Tja, dafür gibt es nur einen einzigen Punkt, leider. Boah, Wagen. Ja, der Wagen. Wird der eigentlich jedes Mal repariert, wenn ich ein Rennen beende? Eigentlich doch schon, oder? Ja, ich glaube schon. Naja, okay. Also einen Punkt kriegen wir jetzt. Das ist natürlich nicht so toll. Aber immerhin kein Punkt. So, wie sieht's aus? Wir sind jetzt insgesamt immer noch Zweiter. Naja. Okay. Speichern wir. Oschers Leben. Damit geht's weiter. 3,7 Kilometer. 1,17,87 war die schnellste Runde. Wir fahren bei Sonne. Wageneinstellung. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll. Ich würde ein ausgewogenes Setup empfehlen. Okay, nehmen wir. Dann geht's gleich los. Und die Strecke ist sehr anspruchsvoll. Na, das ist ja perfekt. Ich hätte aber lieber eine Strecke, die nicht so anspruchsvoll ist. Warum können wir nicht so eine Strecke fahren? Warum hat der jetzt vor mir gebremst? Der hat doch gebremst, oder? Ich hab's genau gesehen. Ja, okay. Also diese Mini Cooper Leute, zum Teil sind die so schnell in den Kurven auch. Es wirkt schon irgendwie ein bisschen unrealistisch, aber ja, vielleicht ist das auch nur meine persönliche Einschätzung und in Wirklichkeit ist das genauso. Ja, und wir verlieren noch einen Platz. Sehr gut. Tja. Weiß nicht, müssen wir Erster werden? Beziehungsweise wird das irgendwie vermerkt dann so? Wird dann quasi gesagt, yay, du hast es geschafft, weil du jetzt Erster geworden bist. Also, ja. Oder ist es einfach nur quasi... Du musst es einfach nur abschließen und dann ja, hast du das Spiel trotzdem quasi 100% beendet. Wenn du alles abgeschlossen hast. Das weiß ich nicht. Das wird mir das Spiel dann hoffentlich sagen. Es ist da schließlich alles blind hier. Bei diesem Let's Play. Ja, und ich kann ja vielleicht nochmal über meine nächsten 5 Let's Plays reden, die sich ja jetzt geändert haben. Dadurch, dass ich einige Serien rausgenommen habe. Einige zu Let's Playende Spielserien. Und zwar, jetzt wird erstmal, als nächstes geht's weiter mit
Burnout 2 Point of Impact für den Nintendo GameCube, weil das Spiel leider nicht für den PC erschienen ist, sondern von den Konsolen, die ich habe, nur für den Nintendo GameCube. Genau, da habe ich schon sehr viel Lust drauf. Der erste Teil hat mir auch schon sehr gut gefallen. Multiplayer dann auch wieder mit Paul Meister, aller Voraussicht nach. Und danach geht's weiter. Oh, wir sind übrigens schon fertig. Tja, Platz 7, nicht mal einen Punkt bekommen. Tja. Naja, letzte Strecke, Las Vegas. Was sagst du? In den Stallkurven und weiten Kehren von Vegas brauchst du eine harte Federung. Außerdem sollten wir den Anpressdruck erhöhen. Harte Federung. So, den Anpressdruck. Okay. So, wurde es gespeichert hier mit der Federung? Ja. Nichtschaltung. Ende. So, 2,4 Kilometer. Ach so, Ovalstrecke. Jo, los geht's. So, was wollte ich gerade sagen? Ach so. Oh, ich starte als Erster? Warum das denn? Okay. Habe ich nichts gegen einzuwenden, also es ist absolut in Ordnung. Ja, welches Let's Play kommt danach? Das müsste eigentlich... Ach stimmt, ich hatte übrigens eigentlich auch noch vor, F-Zero zu Let's Playen. Also als einzigen Teil F-Zero GX. Habe ich jetzt auch erstmal rausgenommen, weil das jetzt auch kein Spiel irgendwie meiner Kindheit war oder so. Deswegen war mir das jetzt auch nicht so wichtig. Das wäre ja eigentlich als eines der nächsten Let's Plays drangekommen. Aber kommt es jetzt eben nicht, weil ich es rausgenommen habe. Wie gesagt. Genau, jetzt überlege ich gerade, was war denn das zweite Spiel, was jetzt als nächstes kommt. Also ihr könnt das natürlich nachlesen auf meiner Let's Plays Übersicht. Aber ich habe jetzt gerade meine Let's Plays Übersicht nicht vor Augen, deswegen muss ich mir das so ein bisschen aus den Fingern ziehen. Ach so, genau, die Fortsetzung von Need for Speed Underground müsste das eigentlich sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Need for Speed Underground habe ich ja schon angefangen. 16 Runden fahren wir, ach du Scheiße. Aber wie weit vorne ich bin, ist ja der Wahnsinn. Hm, nicht schlecht. Genau, Need for Speed Underground, das Let's Play habe ich schon angefangen. Ich glaube 14 Folgen und dann habe ich es aus Performance-Gründen, muss ich es leider pausieren. Aber ich glaube, das Problem sollte jetzt dann eigentlich nicht mehr auftreten, hoffe ich zumindest, wenn ich es dann fortsetze. Weil ich jetzt auch einen neuen Prozessor habe und sowas alles. Also es sollte eigentlich hinhauen. Genau, da geht es dann einfach direkt dort weiter, wo ich aufgehört habe. Vor ja, einem Jahr, glaube ich, oder so. Vor mehr als einem Jahr. Ja, danach geht's weiter mit DTM Race Driver 2 Ultimate Racing Simulator. So ist der vollständige Titel des Spiels. Also der Nachfolger von diesem Spiel hier. Genau, ist ebenfalls noch blind. Es folgt dann als drittes. Als viertes. Okay, hier kurz vorbei. Als viertes kommt dann Flatout, der erste Teil. Ist auch noch blind für mich, habe ich auch noch nie gespielt. Genau. Und dann das fünftnächste Let's Play. Weil zu viel möchte ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, deswegen stehen auf meiner Let's Plays Übersicht ja auch immer nur die nächsten fünf Let's Plays. Aber gut, ich habe euch ja jetzt eh schon verraten, welche Spieleserien noch so zu sehen sein werden auf meinem Kanal, deswegen kann man sich das eigentlich auch selbst zusammenreimen, was da noch so dran kommen wird, aber naja. Auf jeden Fall das fünftnächste Let's Play wird
sein Need for Speed Underground 2. Ja, ist ebenfalls noch komplett blind für mich. Ich habe nicht mal ein Let's Play oder irgendwas gesehen. Ich habe höchstens mal kurz ein paar Ingame-Ausschnitte gesehen, aber ja, ansonsten gar nichts. Also von der Story weiß ich auch nichts und so weiter. Genau. Was sind die nächsten 5 Let's Plays? Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dadurch, dass ich jetzt auch ein paar Spiele rausgenommen habe, auf die ich mich jetzt nicht ganz so sehr gefreut habe, ja, ist das glaube ich auch nochmal etwas besser geworden jetzt. Genau, und ich glaube, ich werde auch die ersten 3 Colin McRae Rally Teile, also nicht die ersten 3, sondern Colin McRae Rally 3, 4 und 2005. Ich glaube, die werde ich komplett rausnehmen, weil die eigentlich auch gar nichts mit dem zu tun haben, was ich als Kind gespielt habe. Beziehungsweise mit der nachfolgenden Dirt-Serie haben die eigentlich nichts wirklich zu tun. Beziehungsweise wurde dann ja umbenannt, deswegen kann man eigentlich die ersten 3 auch komplett rausnehmen. Weil in meiner Kindheit habe ich halt Dirt Showdown. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es in meiner Kindheit war oder in meiner Jugend. Auf jeden Fall in dem Zeitraum früher Dirt Showdown sehr gern gespielt. Dementsprechend habe ich mir gedacht, let's play ich das dann auch und dann vielleicht auch noch die ganze Serie, ne, damit es schön vollständig ist und so. Aber ich glaube, dann brauche ich die ersten, also die Colin McRae Rally 3, 4 und 2005 brauche ich dann nicht let's playen, weil das ja auch nicht mal zur Dirt-Serie eigentlich dazugehört, also vom Namen her zumindest. Ich glaube, dann nehme ich die einfach komplett raus. Also die ganze Serie habe ich jetzt schon rausgenommen. Aber ich könnte die ersten 3 dann auch komplett rausnehmen. Naja, auf jeden Fall. Die nächsten 5 Let's Plays habe ich dann jetzt hier auch nochmal erläutert. So, und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus für uns. Wir sind weit auf dem ersten Platz. Ich habe jetzt hier auch keine Probleme, irgendwie die Kurven zu kriegen. 12. Runde sind wir. Also da wird es nochmal einige Punkte auch für uns geben. Ob das dann noch für den ersten Platz reichen wird, wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Es kommt eigentlich komplett darauf an, wo der bisherige Erste und so landen wird. Welchen Platz. Ist halt einfach nur, also wenn ich jetzt, na, ich weiß nicht. Also ich kriege ja jetzt nur 10 Punkte. Weiß nicht mal, ob das reichen würde überhaupt. Selbst wenn jetzt die Leute, die vorher Erster waren, oder die momentan Erster sind auf der Rangliste, wenn die jetzt irgendwo auf irgendwelchen schlechten Plätzen landen würden. Vielleicht würde selbst das nicht ausreichen, um jetzt noch Erster zu werden. Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall, ich habe die jetzt, glaube ich, schon mehrmals überrundet oder so. Ich habe jetzt gar nicht so genau drauf geachtet. Ich glaube, den Platz werden wir jetzt nicht mehr verlieren in dem Rennen. Nee, da bin ich jetzt schon, überzeugt von. So, vorletzte Runde. Ja, also hier in den Kurven gehe ich immer ein bisschen vom Gas runter und lasse den Wagen einfach nur so ein bisschen ausrollen quasi. Während ich hier versuche, um die Kurve rumzukommen, außer hier bei der Kurve hier, kann man auch weiterhin Gas geben ohne Probleme. So, letzte Runde.
Aber hier nicht. Hier muss man auf jeden Fall vom Gas runtergehen, sonst endet man da höchstwahrscheinlich in der Bande. Ja. Wird man wohl. Ja. So. Wir sind fertig. Die letzte Runde ist hiermit beendet. Sehr schön. 10 Punkte gibt es dafür. Und ja, da sieht man. Tatsächlich, die meisten Leute habe ich mehr als... Also habe ich zweimal überholt. Die sind zwei Runden hinter mir. Hier sind sogar... Ja, der ist sogar drei Runden hinter mir. So, Gesamt. Ja. Da habe ich eindeutig weiter hinten. Naja. Egal. So. Wir haben jetzt die erste Elite-Meisterschaft abgeschlossen. 24 Punkte gab es da jetzt für. Tja, war das jetzt gut? Nee, eigentlich war es nicht gut. Aber wohl, wir sind auf dem Treppchen gelandet. Ich glaube, nämlich hier ist es auch immer bei den anderen Meisterschaften war es immer dem Spiel quasi nur von Belang, ob man auf dem Treppchenland gelandet ist oder nicht. Hier sind wir Erster geworden. Hier sind wir Dritter geworden anscheinend. Nochmal gucken hier. Auch. Erster. Zweiter. Ja, Single Day Event. Ist jetzt nicht so wichtig. Hier sind wir auch Erster geworden. Das war hier unsere Platzierung. Zweiter. Erster. American All-Stars. Ups, jetzt habe ich es weggedrückt. Zweiter. Ja, also ich glaube, wenn man auf dem Treppchen landet, dann ja, reicht das quasi. So, und hier sind wir jetzt. Hä? Achso, hier gibt es gar kein Preisgeld, deswegen. Na gut. Aber wir sind Zweiter geworden auf jeden Fall. Dementsprechend sind wir ja auch auf dem Treppchen gelandet. Okay, dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Elite A. Der wahrscheinlich letzten Meisterschaft des ganzen Spiels, so wie es aussieht. Ja, da werden wir mal gucken. Wollen wir schon mal schauen, welchen Wagen wir hier nehmen. Haben wir natürlich auch alle zur Auswahl, die es gibt. Wobei, hier fehlt einer, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Welcher fehlt denn da? Oder gibt es hier einfach nur weniger? Naja, wohl, ne, hier gibt es einfach weniger, ne? Ja, ich glaube schon. Also ich hoffe es zumindest. Dass ich hier nicht irgendwie einen vergessen habe. Auf jeden Fall, was haben wir hier? 600 BPS, 750, 800. Tja. Der hier ist ein bisschen leichter. Wollen wir dann den TVR Sibera Speed 12 nehmen? Das hier wäre der König C62. Ja, dann nehmen wir den doch. In der nächsten Folge aber erst. Ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von DTM Race Driver und ciao.